Ja, moin und willkommen zurück zu diesem erneuten Fortnite-Video von mir. Leute, ihr seid wirklich wahrscheinlich einer derjenigen, die die Season 7 angefangen haben und sich jetzt immer noch mit dem Kopf schüttelnd am Schreibtisch sitzen und sich denken, Digga, was hat Epic Games da schon wieder gemacht? Wenn das wirklich der Fall ist, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn ich habe noch einiges zu sagen, was mir so nicht gefallen hat an der Season 7. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, ansonsten macht nochmal beim Gewinnspiel mit, was ihr dafür tun müsst, ganz einfach ein Like da lassen. Abonnent von diesem Kanal, dann natürlich auch die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen rund um Fortnite, um mir auf Instagram folgen, Tactics Gaming und StreYT heiße ich dort. Ansonsten könnt ihr nochmal kostenlos meinen Creator-Tag angeben, Mete-8, also M-E-T-E-8, alles kleingeschrieben, um mich kostenlos unterstützen. Dann würde ich jetzt nochmal sagen, fangen wir direkt an mit dem Video. Viel Spaß! Ja Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon gehört, ich bin einer derjenigen, die wirklich enttäuscht sind von Epic Games. Ich muss den ja erstmal mit positiven Dingen anfangen und ich muss den wirklich lassen, die haben eine richtig geile Season rausgehauen. Einer der geilsten Season-Updates, die ich bis jetzt in Fortnite erlebt habe, also das Ganze mit dem Schnee und Flugzeugen und so, hat mich sowas von umgehauen. Also ich bin richtiger Fan geworden. Ich war auch vorher schon Fan von Epic Games, aber nach der letzten Season 6, die mich ja nicht so umgehauen hat und die ich eher enttäuschend fand, habe ich wieder richtig Lust darin empfunden, die Season 7 zu zocken. Aber man muss sagen, Epic Games wäre nicht Epic Games, wenn sie ein Update raushauen ohne Fehler. Und genau so haben sie es auch gemacht in Fortnite. Die Season 7 ist einfach nur noch todesverbuggt. Ja, viele von euch haben wahrscheinlich Ping-Probleme oder Latenzprobleme. Und ich habe eine Lösung für euch. Ja Leute, ihr müsst mal in eure Einstellung gucken und mal eure Region angucken. Da steht meistens Auto und dann in Klammern ein Ping, also 13 oder 16 oder so wird bei euch stehen. Ihr müsst einfach mal gucken, dass ihr das Ganze auch mal auf Europa umstellt. Ja, Europa da, wo der geringste Ping ist, weil es kann sein, dadurch, dass diese automatische Funktion an ist, dass, dass der Server von Epic Games oder von Fortnite euch in den Ping mit von Asien reinpackt, also auf die Server von Asien. Und Leute, das kann dann einfach nur in die Hose gehen. Das wird dann einfach nur übelst rumlegen. So war es genauso bei mir. Ich habe mich einfach drüber aufgeregt. Epic Games hat dazu einen offiziellen Tweet rausgehauen, wo sie wirklich gesagt haben, dass wir mal darauf achten sollen, dass wir mal umstellen sollen, denn darin liegt das Problem. Ich habe nämlich auch einige Probleme gehabt im Spiel. Selbst wenn ich geschossen habe, die Leute sind einfach nicht gestorben oder haben übelst rumgelegt. Ich selbst habe übelst rumgelegt und das ist mir einfach übelst auf den Piss gegangen. Ja, das hat mich übelst genervt, weil ich meine, nachdem du so ein geiles Update rausgehauen hast, hat man ja wirklich Bock, das Spiel zu spielen und dann ist das Ganze einfach nur verbuggt. Und das ist übelst nervig. Der neue Creative-Modus ist ja auch übelst verbuggt. Ist natürlich, das verstehe ich vollkommen, weil es ist ein komplett neuer Modus, ein komplett neues Spiel in Anführungszeichen. Aber Leute, wenn ich feiere es einfach, ich finde es einfach witzig, dass Epic Games jedes Mal beim Update irgendwas verkackt einfach. Irgendwas funktioniert nie und irgendwo ist immer ein Fehler drin und das verstehe ich nicht. Epic Games, bitte versucht das doch mal in der Zukunft in die Kontrolle zu kriegen und das einfach nicht mehr zu machen. Es nervt einfach übelst, weil man will wirklich spielen. Ich bin richtig gehypt und zum Glück habe ich keinen Stream gestartet. Hätte ich einen Stream gestartet und mir wäre das passiert, ich wäre eigentlich ausgerastet, glaube ich, und hätte einen Rage Quit vom Stream gemacht. Aber wie gesagt, ich habe schon einige Runden gespielt und ich finde das Spiel einfach mega nice. Mega, mega nice, diese Flugzeuge und so gefällt mir richtig gut. Auch diese Schneeteile, also diese Schneeecke, die jetzt dazu gekommen ist. Ihr wisst ja, ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen, der Gletscher ist ja in Fortnite erschienen. Auch die Ecke finde ich richtig geil und bin richtig Fan davon. Und ich werde auf jeden Fall in Zukunft noch öfter spielen. Die Season 6 habe ich nicht so viel gespielt, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe zwar die ganzen Herausforderungen und so immer gemacht für die wöchentlichen Herausforderungen, damit ich Videos dazu machen kann, aber ich selbst privat habe relativ wenig gespielt und auch wenn Leute mich gefragt haben, ob wir mal spielen können, habe ich meistens immer gesagt, ja, keine Zeit und mir gefiel das Spiel einfach nicht. Ich konnte es aber nicht sagen, ich wollte es auch nicht wahrhaben, aber das Spiel, die Season 6 hat mir einfach gar nicht gefallen und es hat mich einfach null gecatcht, das Spiel, deswegen habe ich einfach kaum gespielt. Naja, Zeit war natürlich ein zweites Problem, aber nicht das Hauptproblem. In die Season 7 sieht aber komplett anders aus, da werde ich richtig krass durchziehen, da spiele ich, also ich habe jetzt gefühlt jeden Tag schon ein paar Stunden gespielt und ich feiere es einfach mega. Ich bin richtig großer Fan davon. Schreibt mal gerne eure Meinung in die Kommentare zu der neuen Season. Was sagt ihr? Feiert ihr diese neue Season oder sagt ihr, ja, geht? Also mich catcht das jetzt nicht so mit dem Schnee. Ich bin mega gespannt, was wir noch alles in der Zukunft bekommen werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir werden in der Zukunft noch vieles bekommen. Deswegen einfach mal dranbleiben. Natürlich auch in Zukunft immer am Start sein. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Die Glocke aktivieren, um in der Zukunft nichts mehr zu verpassen. Denn die Abo-Box bei mir spinnt ab und zu. Und die Benachrichtigungsfunktion auch. Einfach mal nochmal auf Instagram folgen. Tactics Gaming und StreYT heiße ich dort, ist auch in der Videobeschreibung nochmal verlinkt. Dann sage ich ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.